Hallo meine Lieben, da bin ich wieder mit einem kleinen Unboxing. Was heißt klein? Das Paket ist ganz schön groß. Es ist mal wieder etwas von Ever After High und es kommt von Amazon.com, also aus den USA mal wieder. Und bevor ich mich ans Unboxing mache, vielleicht mal so ein kleiner, dezenter Hinweis an den Zoll. Ich verstehe ja, dass das Paket aufgemacht wird, wenn es durch die Zollkontrolle kommt. Das ist ja auch völlig klar. Nur, dann sollte man bitte auch den Adressaufkleber wieder draußen auf dem Paket befestigen. Dass es nicht dann so weit kommt, dass der DPD das Paket auch nochmal aufmachen muss, um herauszufinden, wo es überhaupt hin soll. Nur mal so ein kleiner dezenter Hinweis. Könnte hilfreich sein, ne? Denn auch die Leute vom DPD können nicht hell sehen, nur weil sie die Karton angucken. Aber naja, wir sind ja angeblich lärmfähig. Ne? ich wollte es auch nur mal erwähnt haben, aber ich muss halt sagen, das habe ich bisher eigentlich auch noch nie gehabt. Aber ich hatte halt da eben einen Aufkleber noch vom DPD auf dem Paket, wo eben stand, dass sie das nochmal aufmachen mussten, um halt irgendwie an die Adresse ranzukommen. Und da muss ich sagen, kann ja eigentlich nicht so ganz der Sinn der Sache sein. Ne? Aber ich sehe auf jeden Fall, es ist drin, was drin sein soll. Und da ist offensichtlich auch nichts beschädigt oder kaputt gegangen. Und das ist schon mal sehr gut. Es sind zwei Ever After Highs. Und zwar, es ist eine Basic, eine von den neuen Basic und eine Schicksalstag. Und fangen wir mal mit der Basic an. Und zwar die Basic ist Justine Dancer. Ja. Ne? Wie man auch sehen kann, die Tochter der 12. tanzenden Prinzessin, also aus dem Märchen die zertanzten Schuhe ist das, glaube ich, genau. Und wow. Ihre Haare sehen schon mal sehr klasse aus. Aus irgendeinem Grund hat Amazon.com ein ganz komisches Vorschaubild auf seiner Webseite von Justine. Und zwar, ich weiß es nicht, ob das irgendwie ein Kundenfoto ist, was da aus Versehen mit reingekommen ist oder so. Auf jeden Fall hat sie auf dem Foto ganz furchtbar zerzauste Haare irgendwie. Und ich muss sagen, die sehen doch echt viel, viel besser aus so. Also, meine Güte. wie ihr natürlich schon sehen könnt, ist es eine von den ganz neuen Verpackungen. Das heißt, ne, kein Puppenständer, keine Bürste. Ja, die Tagebuchkarte. Aber auf jeden Fall hat sie eine Tasche dabei. Das ist ja schon mal was. Wir müssen ja mittlerweile dankbar für alles sein, was wir kriegen, ne? Und ich finde, sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Hinten hat man dann auch nochmal Fable, Bunny, Farrah und Justine. Und dann hier ihr Steckbrief, auf Englisch dann halt alles. Aber dafür ist er halt auch ausführlicher als der Steckbrief auf den europäischen Verpackungen. Wir können ja mal kurz hier lesen, ne? Ja, was ist dein geheimster Herzenswunsch? Wenn meine Geschichte endet, möchte ich ein Tanzstudio eröffnen und meine eigenen Shows und Musikvideos produzieren. Das ist doch mal klasse. Welche Zauberkraft macht dich besonders? Wenn ich tanze, fangen die Leute um mich herum auch an zu tanzen. Ich will das eigentlich gar nicht, aber es passiert andauernd. Lässt sich irgendetwas so verflucht ausrufen? Immer wenn ich versuche, mich irgendwo ranzuschleichen, heimlich werde ich erwischt. Ich fürchte, das ist Teil meines Schicksals. Was ist dein liebstes Schulfach? Musik natürlich. Ja, ich liebe es, von Songs inspiriert zu werden und überlege mir neue Rhythmen in meinem Kopf. Was ist dein am wenigsten geliebtes Schulfach? Prinzessinnenkunde. Ich bin vielleicht eine Royal, aber ich bevorzuge Schulfächer, die meine kreative Seite fördern. Wer sind deine besten Freunde bis ans Ende? Melody Piper spielt immer die besten Rhythmen und ich bewundere Duchess Swan für ihr Tanztalent. Wer hätte das gedacht? Ja. Aber sie gefällt mir auf jeden Fall schon mal wirklich sehr. Also als ich dieses Vorschaufoto mit den
verwilderten Hahn gesehen habe, hatte ich erst so gedacht, ach du liebe Zeit. Aber so schlimm ist es dann ja zum Glück nicht. Und ja, wie gesagt, um dann noch eine von den Schicksalstagpuppen, und zwar diejenige, die irgendwie am seltensten zu sein scheint und die hier bei uns wirklich extrem teuer ist. Und ich muss hier mal so ein bisschen den Staub von der Verpackung wischen. Wie sieht das denn sonst aus? Und zwar ist es die Schicksalstag Series Hood. Ja, und wie ihr sehen könnt, noch in der ganz wunderbaren alten allerersten Verpackung. Ne? Hier noch richtig schön mit dem Buchrücken, mit einem tollen Bild von ihr. Hat hier auch Series Hood, Daughter of Red Riding Hood. Eigentlich heißt das Mädchen ja, glaube ich, Little Red Riding Hood im Englischen, aber Spitzfindigkeiten. Und ich finde, also sie sieht genauso hammer aus wie die anderen Schicksalstagpuppen. Natürlich auch wieder mit Kapuze, wie immer. Ihr Schicksalsbuch in Rot, sehr schön. Ja, Bürste, der Ständer sollte hier drin versteckt sein. Ah, und auf der Rückseite ist auch nochmal ein tolles Bild von ihr. Und dann hier unten nochmal Ashlyn, Madeline und Ceres nochmal selber. Okay, auch nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie scheint irgendwie die seltenste von den Schicksalstagpuppen zu sein. Auf jeden Fall habe ich sie hier bei uns nur für richtig, richtig teuer irgendwie gesehen. Und gut, ich habe jetzt bei Amazon.com habe ich auch, glaube ich, über 25 Euro für sie bezahlt. Aber ich finde, das geht eigentlich noch. Denn was ich hier bei uns jetzt auch bei eBay Deutschland so gesehen habe, das fing alles erst so bei 40, 45 an und bei Amazon war es sogar noch teurer auf dem Marketplace. Und deswegen, ja, bin ich begeistert. Das heißt, Nummer 4 in den Schicksalstagpuppen, das fehlen mir jetzt nur noch. Wer fehlt mir noch? Apple und Ashlyn, genau. Dann sind sie nämlich alle komplett. Ja. Von Ceres und natürlich auch von Justine gibt es dann natürlich auch jeweils eine ausführliche Review. Und ja, ich bin froh, dass es ja trotz dem kleinen Unfall mit dem Adressaufkleber doch alles wunderbar und gut geklappt hat. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Das war's dann auch für heute. Ich wollte euch nur dieses kleine nette Unboxing nicht entgehen lassen. Und ja, ich sage dann mal, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es wird irgendeine Review sein. Entweder von den Ever After Highs oder von der Cute Twinkle Figure Arts. Die ist ja auch noch da. Und ja, jemand hatte auch gefragt, ob ich mal einen Vergleich machen kann von den beiden Figure Arts, also einmal von der Sailor Moon normalen Figure Arts und der Sailor Moon in der Crystal Version. Und das ist eigentlich eine wirklich gute Idee. Und ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich mal, dass man die beiden einfach mal nebeneinander sieht. Also, ich habe deinen Namen jetzt leider nicht parat, aber vielen Dank für die Idee auf jeden Fall. Aber wenn du das hier siehst, weißt du, was du gemeint bist. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut!